Moin Moin und alle herzlich willkommen zur bereits 17. Folge der modernen Kriege oder gehören Kreuzzüge wirklich der Vergangenheit an? Eine wichtige Geschichtsstudie im Licht der Bibel. Das ist eine sehr, sehr wichtige Studie, bei der mich der Bruder Gerald begleitet, der ein unglaubliches Wissen in sehr, sehr kurzer Zeit dadurch vergart hat, dass er angefangen hat, seine eigenen Studien sehr tiefgehend selbst zu machen. Und das, was er studiert hat, teilt er mit uns. Und ich kann euch nur sagen, das ist derselbe Weg, wie ich ihn am Anfang gegangen bin und wie ich ihn heute auch noch gehe, mit der Unterstützung von Menschen wie Gerald heutzutage. Ich mache das ja nicht mehr alles alleine. Und Gerald macht das ja auch nicht mehr alles alleine, weil deswegen sind wir hier zusammen, um dieses Video zu machen. Wie gesagt, jetzt schon das 17. Wir haben nicht alle zusammen gemacht. Ich weiß, da war noch die Lesung von dem ersten Kapitel von dem Buch von Edmond Paris, der Vatikan gegen Europa. Aber das war ja auch eine Zusammenarbeit mit der Schwester Renate, die das wunderbar übersetzt hat. Also ihr seht, zusammen erreicht man mehr. Der Körper Jesus Christus hier auf dieser Welt ist nicht irgendetwas Fiktives, sondern es ist einer, den es wirklich gibt. Ich kann es bezeugen, ich bin da Teil von. Ich bin da nicht stolz drauf, aber ich freue mich riesig, da Teil von sein zu dürfen. Und ich danke unserem Herrn jeden Tag auf dem Knie. Oder sollte ich zumindest, ich komme da wirklich nicht immer zu, ich bin viel zu wenig dankbar, um dafür dankbar zu sein, dass wir diese ganze Arbeit nur machen dürfen im Namen der Wahrheit unseres Herrn Jesus Christus, die rauszubringen und Menschen aufzuzeigen, wie diese Welt wirklich funktioniert. Dieser Welt, die aufgebaut ist auf Lügen, auf Betrug, genau auf den Dingen, die ein wahrer Christ verabscheut und die ein wahrer Gott verabscheut. Unser Vater im Himmel verabscheut sie. Aber wir haben uns von ihm abgewendet und deswegen lässt er zu, dass viele diese Dinge passieren. Durch seine Gnade gibt er uns dann wiederum die Möglichkeit, die Dinge richtig zu verstehen und anderen mitzuteilen. Und damit schließt sich der Kreis und sind wir genau hier, wo wir jetzt heute mit der 17. Sammlung beginnen. Und ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, jedes Mal nehme ich mir vor, keine lange Einleitung zu machen. Und dann kann ich doch wieder nicht aufhören, weil mir solche wichtigen Dinge einfallen, das doch nochmal eben zu erklären. Und ich kann auch nicht damit aufhören zu benachdrücken, wie wichtig es ist oder benachdrucken, wie sagt man das eigentlich? Benachdrucken, ne? Drücken ist ja wieder was anderes, ne? Zu benachdrucken, wie wichtig es ist, dass wir diese Dinge verstehen, weil ich hatte gerade mit Gerald auch gesagt, ja, hatten wir das schon gelesen? Ja, sagt er, macht nichts, ist Wiederholung, aber Wiederholung ist wichtig, weil schließlich wird die Lüge ja auch so oft wiederholt, dass man die Wahrheit gar nicht genug wiederholen kann. Und dafür habe ich mir heute den Gerald, von dem ich die ganze Zeit schon spreche, wieder mit ins Boot geholt. Er ist mit mir über Skype verbunden, deswegen ist er ganz dicht bei mir, auch wenn er im Grunde weit, weit weg ist im wunderschönen Deutschland, wo es heute wahrscheinlich genauso heiß ist wie hier in Belgien. Bei uns haben sie heute 36 Grad im Schatten angekündigt und viel weniger ist es nicht, kann ich euch erzählen. Ich war vorhin spazieren mit Mutti und Hunden und ich bin froh, dass wir es nach Hause geschafft haben und ich bin ganz erschöpft vom Arbeiten dieses Wochenende und jetzt diese Hitze und Gerald hat wahrscheinlich auch ein bisschen mit der Wärme zu kämpfen, aber wir sind dankbar für dieses schöne Wetter und ich bin dankbar für, dass Gerald jetzt klar ist, uns durch die Sendung zu begleiten und er wird euch sagen, was jetzt passieren wird. Ich werde mich im Hintergrund halten und werde hauptsächlich hier und da vielleicht ein wenig kommentieren. Jetzt endlich Bühne frei, Gerald, bitteschön, willkommen zur 17. Sendung. Ja. Und ja, wir freuen uns alle, dass du wieder da bist und dass wir weitermachen können. Na klar, Jörg. Also vielen Dank erst nochmal für die Einladung. Ich freue mich auch jedes Mal immer wieder aufs Neue. Es ist immer wieder eine tolle Erfahrung und ich grüße natürlich auch unsere Zuhörer und hoffe, dass es eine spannende Lesung wird. Jörg hat ja schon so viele wichtige Dinge in der Einleitung benannt und genau dem möchte ich mich auch anschließen. Es geht um die Wahrheit, die wir wieder finden müssen, das ist die wichtige oder eine der wichtigen Aufgaben, wenn es um den wahren Glauben, dem Bibelglauben geht, dass man eben diese Welt eben als das enttarnt, was sie ist. Und dazu eben diese Lesung. Und ja, wie gesagt, 17 sind wir schon, die 17, unglaublich, wer hätte das gedacht. Aber ja, es geht immer weiter und ich glaube, das wird garantiert auch nicht die letzte Lesung gewesen sein. Ja, ja, gut. Ich würde jetzt anfangen mit der Lesung. Wir haben jetzt ja schon so viele Skripte und schon so viele Themen angesprochen und haben verschiedene Ausflüge gemacht, zum Teil in verschiedenen Büchern.
Gerade das von Edmond Paris, was dann in den letzten Folgen ja beleuchtet wurde, mit der Übersetzung von Renate. Jetzt geht es wieder ein bisschen weiter, also sagen wir mal so einen kleinen Schritt zurück Richtung Adenauer, der ja, wie gesagt, als erster Bundeskanzler eine ganz wichtige Schlüsselfunktion hat. Ich habe da mal spaßeshalber mal den Artikel 65 Grundgesetz rausgesucht. Lieber Jörg, den könntest du mal, wenn du so lieb bist, mal raussuchen. Da steht nämlich was ganz Interessantes drin, dass nämlich der Bundeskanzler die Richtlinie und der Politik und die Verantwortung dafür trägt. Und das fand ich schon wieder sehr interessant. Ne, ja, weil wie soll ich den raussuchen? Ist er hier im Schrift? Naja, nö, nö. Muss ich mir das Grundgesetz raussuchen? Naja, du kannst es nochmal so mit ist ein ganz kurzer. Eigentlich habe ich schon vorgelesen, das Wichtige. Sonst, ja. Ja, aber wo ist es denn, wenn ich es zeigen soll? Naja, im Internet. So, im Internet. Artikel 65. Ja. Einfach mal eingeben und Grundgesetz. Ne? Wir wissen ja. Das musst du mir ja sagen. Ich weiß ja nicht, was du von mir willst. Ich dachte, du hast es irgendwie vorbereitet. Das war eine Überraschung. Die ist mir gerade eingefallen. Ja, ist ja alles prima. Eine kleine Überraschung. Ja, ne? Artikel was? Artikel 65 Grundgesetz. Ja. Ja. Ja, genau. Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinie der Politik und trägt dafür die Verantwortung. Innerhalb dieser Richtlinie leitet der Bundeskanzler seinen Geschäftsbereich selbstständig unter eigener Verantwortung. Über Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bundesministern entscheidet die Bundesregierung. Der Bundeskanzler leitet ihre Geschäfte nach einer von der Bundesregierung beschlossenen und vom Bundespräsidenten genehmigten Geschäftsordnung. Also ich finde dieses Grundgesetz absolut überholt. Das muss erstmal gendermäßig angepasst werden, weil da hat ja das Merkel all die ganzen Jahre vollkommen unrechtmäßig gehandelt, weil es ist ja die Bundeskanzlerin. Ne? Ja, also unter dem Gesichtspunkt habe ich das natürlich gar nicht gesehen. Also dann muss man sagen, gilt dieser Artikel 65 natürlich nicht. Ne? Also man könnte das ja auch so sagen, dass Merkel hat regiert, ohne dass sie sich an das Grundgesetz hat halten müssen, weil sie ja Kanzlerin war und nicht Kanzler war. Und das erklärt dann vielleicht viele ihrer Schritte in der Politik. Sie sagt ja immer, wir schaffen das. Ne? Ja, und bis heute ist das das große Geheimnis, was damit überhaupt gemeint war. Ne? Das Wer ist wir und was schaffen wir? Ne? Genau. Ja, genau, wir wir schaffen uns wahrscheinlich. Ja, okay. Also dem ehemaligen Präsidenten der Bundesbank, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, der das Buch geschrieben hat, Deutschland schafft sich ab. Ulf Kotte, bitte? Ulf Kotte war das. Nee, das war nicht Ulf Kotte, das war doch dieser Präsident von der Bundesbank, der das Buch geschrieben hat, der ehemalige. Ich komme jetzt eben nicht auf seinen Namen, aber das habe ich, warte mal, das kann man ja mal eben raussuchen. Ne? Wir sind ja jetzt schon im Internet, ne? Warte mal eben. Deutschland schafft sich ab. Das wurde geschrieben von Thilo Sarrazin. Den meine ich. Ne? Oh, ja. Habe ich sogar meiner Mutter damals mal gekauft. Mhm. Ja, und die ist ziemlich damit einverstanden, dass der Titel also wirklich wiedergibt, was in Deutschland passiert. Ja. Und der Thilo Sarrazin war früher mal, glaube ich, Vorsitzender der Deutschen Bundesbank, wenn ich mich jetzt irre. Ja, okay, gut. Ja. Aber ne, also, soweit jetzt also die lustige Note dieses Lesens und jetzt kommt die ernste Note. Genau. Bitte schön. Jetzt geht der Ernst los und zwar hatten wir vorher abgesprochen, mal die Seite 16 im PDF aufzurufen und da ist ein Satz, der mir mehr oder weniger auch ins Auge gesprungen ist und den würde ich mal kurz vorlesen. Als nämlich dann dieser Adenauer Konrad 1963 zurückgetreten ist, dann ging auch Globke. So, und ich habe gedacht, wer ist Globke? Interessant, ja. Und dann ging das eben weiter. Er kann also dieser Herr Globke als das prominenteste Symbol der Zeit angesehen werden, in der schwer belastete Beamte und Richter aus der Nazizeit wieder in Schlüsselstellungen der Bundesrepublik gelangten. Globke war der Garant für deren konservative Startformation. Konservativ muss man auch, denke ich, immer wieder übersetzen, ist dann eben römisch-katholisch oder ultramontan. Ne? Also dieser Begriff Ultramontanismus, der ja früher sehr gebräuchlich war, um diese politische Ausrichtung zu beschreiben, diesen Begriff kennt ja heute überhaupt kein Mensch mehr. Ne?
Also, ne, ultramontan, Globke war definitiv ultramontan. Und der Autor, hier muss es also ein Buch geben, beschreibt sie als informelle strategische Koalition aus politischem Katholizismus und alten NS-Funktionseliten unter dem gemeinsamen Ziel des Antikommunismus. Das Panorama der Zeit macht einen nachträglich fröstelnd. Ja, das war natürlich ein Satz, der aus diesem unten aufgeführten Buch stand, das von mir aus gesehen eine absolute Leseempfehlung ist. Mir liegt dieses Buch vor. Ich habe da mal reingeguckt und bin wirklich genau wieder vom Stuhl gefallen, weil die Information, die hier der Autor aufbringt, genau wie die berühmte Faust aufs Auge passt, genau auch in die Lesung. Und da sind so viele hochinteressante Informationen drin, dass ich da wirklich euch gerne mal empfehle, dieses Buch euch mal zuzulegen. Ne? Gerade wenn ihr auch da mehr Zusammenhänge erfahren wollt. So, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde aus dem Buch sicherlich noch ein paar Sachen zitieren. Geht es um diesen Globke. Und ich gehe jetzt mal von mir aus, ich wusste überhaupt nicht, wer das ist. Und habe mir gedacht, da musst du doch mal gucken. Und das Erste, was man tut, ist Wikipedia anzurufen. Sekunde, genau, ja. Da gehen wir gleich drauf. Was ich nur eben sagen wollte, Wenn man sich jetzt eben den Titel noch mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, der Mann hinter Adenauer. Und wenn man dann das ein bisschen kombiniert mit Lesungen, die ich früher bereits gemacht habe, da hat man ja bereits erfahren, dass zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika man gemerkt hat, dass der mächtige Mann gar nicht der Präsident ist, sondern dass der mächtige Mann eigentlich derjenige ist, der hinter dem Präsidenten steht. So war es, und das könnt ihr ja ganz deutlich sehen, wunderbar bei den Folgen bereits, die den 1963er amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy und seinen Vize Lyndon B. Johnson zeigen. Und man sieht ja deutlich aufgrund der Arbeit, die Michael sich da gemacht hat, welche Macht der im Grunde hatte. Aber selbst wenn das noch gar nicht mal überzeugend ist, dann muss man sich anschauen, dass zum Beispiel hinter Ronald Reagan damals George Bush stand, der Vater George Bush, der dann später selbst Präsident wurde. Der auch die ganze Zeit hinter Clinton, der ja eigentlich ein Demokrat war und kein Republikaner, auch da noch sehr viel Macht dahinter hatte. Der übrigens auch ein Vorsitzender der CIA gewesen ist, also des amerikanischen In- und Auslandsgeheimdienstes, dieser George Bush. Und wenn man sich also immer die Leute hinter den Präsidenten anschaut, wie zum Beispiel, jetzt gehen wir mal zurück auf den Ersten Weltkrieg, die Zeit von Woodrow Wilson. Der Mann hinter Woodrow Wilson hatte, der hieß Edward Mandel House. Und da habe ich Sendungen drüber in meiner Spielliste Behind the Door, was so viel heißt wie hinter der Tür. Ne? Also, dass man eben auch mal hinter die Kulissen eben wieder mal schauen muss. Die von dem leider Sieben-Tags-Adventisten Bill Hughes ist, aber das nimmt ja nichts weg an der Wahrheit seiner Lehre, die er da über die Geschichte bringt. Das ist ja weg von seiner Eschatologie, also seiner Bibel, seinem Bibelverständnis und seinem Glauben, wenn er da die Dinge aufdeckt, das kann man sich da mal anschauen, das sollte man sich mal anschauen, das fängt da schon an. Und das ist wirklich sehr interessant, dass man merkt, dass oftmals die Männer hinter dem Präsidenten viel mehr Macht haben, als der Präsident selber eigentlich, was wieder einmal genau diesen Punkt bestätigt, den wir so oft sagen, dass das eigentlich alles Jesuitenpuppen sind. Und jetzt habe ich natürlich vergessen, das Bild einzublenden. Das werde ich gleich machen. In der Zwischenzeit wird jetzt der Bruder Gerald auf den Hans Globke im Wikipedia eingehen. Und ich suche in der Zwischenzeit das Bild gleich mal raus von Jesuiten. Genau. Ne? Also genau, wunderbar, wunderbar. Und das ist danke auch für diese Einleitung nochmal für dieses Thema, weil es ist immer dasselbe. Es hat alles mit allem zu tun. Und die Leute, die tatsächlich die Drahtzieher sind, das sind nicht die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Und das werden wir hier auch wieder anhand wirklich von Belegen, von Beweisen hier wirklich auch dokumentieren können. Ne? Und da ist, wie gesagt, dieser Hans Globke in der Adenauer-Zeit ein unglaublicher Fund gewesen. Also mir hat es dort wirklich die Schuhe ausgezogen, sprichwörtlich. Ich habe zwar keine Schuhe an, aber mir hat es ausgezogen, weil diese Dinge so unglaublich sind, dass man wirklich sagen kann,
In was für eine Demokratie ist dann dieses Land überhaupt geraten, ja, in Anführungszeichen? Wo sind denn die Ursachen? Und wenn man dort sieht, welche Personalien, welche Menschen dort die Richtung dieses Landes gesteuert haben, dann kann man, also dann muss man, ich weiß nicht was, aber dann muss man doch auf jeden Fall nachdenklich werden. Ne? Und um dieses Nachdenken geht's. Und deswegen nur mal ganz kurz, ohne dass ich jetzt so weit drumherum rede und auch zu tief reingehe, zu diesem Hans Globke, der eigentlich Hans Josef Maria Globke heißt und ein deutscher Verwaltungsjurist war. Übrigens auch heutzutage haben wir sehr viele Juristen in hohen Ämtern, gerade bei der Katholisch-Demokratischen Union haben wir da sehr, sehr viele, die da aktiv sind. Und dieser Hans-Josef Maria Globke war eben dann unter anderem unter Adenauer Chef des Bundeskanzleramtes. Und das ist so, wie man eigentlich immer so landläufig sagt, der zweithöchste Posten im Land. Ich denke, wir können beweisen, dass er wahrscheinlich sogar der wichtigste Mann im Land war. Und vorher hat er natürlich auch, wie wir das sicherlich auch schon von anderen Politikern wissen, seine Spuren verdient unter den Nationalsozialisten und im Reichsinnenministerium. Dort hat er nämlich gearbeitet und seine Fäden und seine Kontakte und seine Verbindungen gelegt. Ne? Und sein Gift versprüht. Und also, sein Gift, ja. Pass mal auf, also ja. Jetzt in diesem Absatz, ich habe das jetzt gerade mal eben dunkelblau hinterlegt, man muss sich das mal eben auf der Zunge zergehen lassen. War ein deutscher Verwaltungsjurist, der während der Weimarer Republik und der Zeit des Nationalsozialismus und der Zeit der Bundesrepublik Deutschland in einer absoluten Machtsposition war. Hatten wir nicht in einer der letzten Sendungen noch darüber geschnackt, dass doch dieser Vorsitzende, dieser eine von dem Überseeclub war, es doch auch die verschiedenen politischen Richtungen in Deutschland zwischen, ich glaube, 1968 und 1983 überlebt hat, der also sowohl Vorsitzender dieses Überseeclubs war in der Zeit der Großen Koalition, war es, glaube ich, Ende der 60er Jahre einmal kurz, dann hatten wir die Brandt-Regierung, reine SPD-Regierung, dann hatten, oder glaube ich zumindest, dann hatten wir Schmidt und dann hatten wir Kohl. Und in der von der CDU, der CDU-CSU dann wieder. In der ganzen Zeit war der Typ der Vorsitzende. Und hier treffen wir dasselbe Phänomen an. Aber hier noch viel schlimmer. Hier finden wir es in drei verschiedenen Regierungsformen. Eine sogenannte Republik, ein sogenannter faschistischer, diktatorischer Staat und dahinter eine sogenannte Demokratie. Also auch noch drei verschiedene Staatsformen, wo ein und derselbe Mann in einer absoluten Machtposition ist. Und jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz, wer kennt den? Wer kennt den, ne? Also, ja, die kennen ihn. Ja. Und die sind auch diejenigen, die ihn in das Amt gebracht haben, wo er ist. Weil er nämlich immer schön das gemacht hat, was die sagen. Ja, so, ja du das, kennst ja, ich das. Ich probiere jetzt wieder ein nicht. Bisschen zu schweigen, aber. Ne? Bitte nicht. Also das, bitte lass das raus, so wie es da dir einfällt. Das ist unglaublich wichtig, weil der interessante Punkt ist natürlich, dass bei diesen Leuten, die unglaublich wichtig sind und natürlich auch mit dieser Vergangenheit auch jetzt noch wichtig sind, man eben nicht irgendwo im Internet klare Beweise findet. Ne? Weil das Internet, das gibt nur das her, was man wissen soll, besonders im deutschen Sprachraum. Oh ja. Ne? Das ist ganz besonders im deutschen Sprachraum. Ja, das ist unglaublich irritierend, wenn man merkt, wenn man jetzt zum Beispiel mal Wikipedia vergleicht, was über ein und dieselbe Person in Englisch und in Deutsch da steht oder in Französisch und Deutsch da steht. Das absolut unglaublich, was manchen Nationen an Wissen vorenthalten wird. Oder den Leuten zumindest, die sich nicht darum kümmern, mal eine andere Sprache zu lernen. Also insofern ist man da wirklich ein bisschen schlecht dran, wenn man da wirklich so Dinge recherchieren will. Ne? Das ist also mit einem sehr hohen Aufwand verbunden. Ne? Aber den scheuen wir natürlich nicht. Und deswegen ne, dieser Hans Globke. Und ich habe jetzt hier mal so ein bisschen hier was blau unterlegt, weil das war oder ist so relativ harmlos klingend hier. Ne? Und da gehe ich nämlich schon mal rein ne, in den Blauen. In der Zeit des Nationalsozialismus war er Mitverfasser und Kommentator der Nürnberger Rassengesetze. Ja, und verantwortlicher Ministerialbeamter für die Namensänderungsverordnung von 1938, durch die Juden als solche erkennbar gemacht und stigmatisiert werden sollten. Das klingt
in Wikipedia harmlos, ist aber übersetzt, also wieder ne, zwischen den Zeilen lesen und wir werden es auch belegen, im Prinzip nichts anderes, als dass dieser Herr Klopke mit die Verantwortung trägt, und zwar in der ersten Reihe, für die Verfolgung der Juden im Dritten Reich. Und diese Leute wie Adolf Eichmann, die ja sozusagen dann das umgesetzt haben, die ja dann auch verfolgt wurden und dann entsprechend zum Teil zumindest verfolgt wurden, dann auch bestraft wurden. Diese Leute hätten ohne solche Personen im Hintergrund, die die Strippen und die Fäden ziehen, nichts erreichen können. Und wir werden uns den Hans Klopke, wie gesagt, noch genauer angucken und ihr werdet sehen, dass die ganze Art und Weise, wie er das seine Arbeit ausgeführt hat, mich absolut, ich gehe da schon mal ein bisschen raus, an eine jesuitische Arbeit oder Arbeitsweise erinnern. Das ist wie früher die Jesuiten an den Fürstenhöfen, die sozusagen überall gesessen haben und die Könige und Fürsten eben beraten haben, die Beichte abgenommen haben, die quasi dem Herrscher nie von der Seite gewichen sind. Und genau so einen Fall haben wir hier auch bei dem Hans Klopke, wobei wir, wie gesagt, hier nicht direkt sagen können, okay, er hatte den Auftrag sowieso, das gibt es, wie gesagt, hier nicht her im Internet. Aber wenn man einfach die Punkte zusammenführt, ihr werdet sehen, werden wir genau dahin kommen. Ne? So, wir wissen jetzt erstmal, das war nicht irgendjemand, dieser Hans Klopke, das war ein ganz, ganz schlimmer Mensch, der diese Rassegesetze mitverfasst, beziehungsweise auch in Kommentaren, da gibt es so juristische Bücher, da steht dann immer drin, wie Gesetze, wie Paragraphen ausgelegt werden müssen. Das sind dann die sogenannten Kommentare. Und dort hat er auch entsprechend zu diesen Gesetzen entsprechend auch Kommentare verfasst. Und die werden wir uns dann auch gleich nochmal angucken. Wichtig ist erstmal, dass ihr erst wisst, dass das also hier wirklich jemand ist, der richtig Haare auf den Zähnen hat. So, und interessant ist, ich habe jetzt hier die Wikipedia-Seite nochmal live aufgemacht und da steht drin, in dem ersten Satz, du kannst mal in dem PDF mal bitte mitlesen, das muss gleich in dem ersten stehen, in dem ersten Absatz, als Chef des Bundeskanzleramtes unter Konrad Adenauer. Da müssen wir gleich mal zurückgehen. Ja. Genau, wirkte. Und hier dieser Satz, den habe ich jetzt vergessen zu markieren. In dem ersten Absatz, den fand ich auch noch richtig interessant. Er ist das prominenteste Beispiel für die Kontinuität. Hast du den oben? Über den markierten? Für die Kontinuität der Verwaltungseliten zwischen dem Dritten Reich und der frühen Bundesrepublik Deutschland. Und das ist doch mal auch, finde ich, auch ein ziemlicher Kracher. Ne? Also, was ist eine Kontinuität? Jörg, was ist eine Kontinuität? Das ist doch im Prinzip eine Verbindung. Das ist eine Fortsetzung. Mit anderen Worten, das Dritte Reich ist niemals untergegangen. Ja. Sondern es setzt sich in der deutschen Demokratischen Republik. Es setzt sich in der Bundesrepublik Deutschland vor. Ja, im Grunde sind die Buchstaben ja auswechselbar. Weißt du, bei dem einen kriegst du die Freiheit, dass du nach Mallorca kannst, in dem anderen kriegst du die Freiheit, dass du nach Rumänien reisen darfst, wenn du ein bisschen Glück hast. Aber ansonsten ist er doch ein und dieselbe Suppe und Soße gewesen da die ganzen Jahre der sogenannten Teilung. Also aus dem Osten wurdest du erschossen, wenn du rüberfliehen wolltest und aus dem Westen wurdest du erschossen, wenn du eine andere Meinung hattest, ne? Da gibt es ja auch ein paar Beispiele. Also so unterschiedlich ist das alles gar nicht. Also das ist schon ein sehr interessanter Satz. Er ist das prominenteste Beispiel für die Kontinuität, die Fortsetzung der Verwaltungseliten. Und das geht ja zurück auf das, was wir bereits eher besprochen hatten in dieser Lesung, wo es darum ging, dass wir festgestellt hatten, dass eben die Justizbeamten und die Richter alle aus der, zwischen Anführungszeichen, selben Zunft kommen, man kannte sich ja schon und dass das im Grunde auch ja nichts anderes war. Wir haben damals das Wort Kontinuität, Fortsetzung nicht gebraucht, aber es ist doch, glaube ich, für jeden ersichtlich, dass es darum ging. Und das ist natürlich das prominenteste Beispiel. Nochmal die Frage, wer kennt den? Das muss man sich mal reinziehen.
So, jeder spricht von Adenauer und Hitler und keiner spricht von Globke. Und da ist aber die Macht konzentriert. Ich meine, das ist doch das, was wirklich interessant ist. Ne? Ich meine, bei Hitler hat euch ja auch keiner erzählt, wie interessant der, wie heißt er doch noch, der Malteserritter da von Papen, Franz von Papen ist. Ne? Franz von Papen war derjenige, der die Macht hatte hinter Hitler. Inzwischen glaube ich wohl, dass der Franz von Papen den Hans Globke wahrscheinlich als Beichtvater hatte oder was in der Richtung. Also ich meine, wie das alles zusammenhängt, es ist erstaunlich. Es ist absolut erstaunlich. Es ist unfassbar. Warum wird euch sowas eigentlich nicht in der Schule gelehrt? Jetzt mal im Ernst. Wenn das, was wir hier jetzt in dieser Studie haben, in der Schule als Geschichtsunterricht aufbauen würden, dann kann ich dir ein Ding versprechen, da wird keiner eine Note schlechter als 2- haben. Und da würde jeder interessiert sein. Da würde keiner den Unterricht schwänzen, wenn das wirklich gelehrt werden würde. So ist das, ne? Aber du kannst eben solche Machtapparate eben nicht so aufbauen. Ne? Du brauchst da jemanden, den du erstmal in die erste Linie, in die sogenannte Schusslinie, in die Öffentlichkeit schiebst. Ja, auf den sich alles konzentriert. Ne? Dann hat man die perfekte Ablenkung. Und dann kann man eben wunderbar im Hintergrund, im Schatten, im Dunkeln dann seine geheimen Verbindungen legen. Ne? Und das ist ja genau das. Und ob das jetzt zu Cäsars Zeit, die Strippen ziehen. Das ist es doch. Immer und immer wieder. Da kommt es drauf hinaus. Genau. Und wenn ich die Strippenzieher nicht kenne, dann verstehe ich das Spiel nicht. So ist es. Ne? Übrigens, ich habe für unsere Zuhörer, ich habe eine kleine Aufgabe, also Aufgabe in Anführungszeichen. Es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen dem Hans Globke, Pacelli, Ratzinger, Armin Laschet und Friedrich Merz. Vielleicht kann ja jemand, wenn er eine Idee hat, das vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Und ich meine nicht, dass sie katholisch sind, das sind sie alle, aber das ist so einfach. Es gibt eine Gemeinsamkeit. Ne? Pacelli, der Antichrist Pius der XII. Wurde, Ratzinger, der dann Antichrist Benedikt der XVI. Wurde, Armin Laschet, wenn ihr den schon mal gehört habt, der ist vor einem Jahr ziemlich negativ in die Schlagzeilen gekommen, weil er bei der Flutopferhilfe irgendwie so hämisch in die Kamera gegrinst hat. Da gibt es auch ein schönes Bild. Und so sozusagen seine Bürgernähe, in Anführungszeichen, gezeigt hat. War bis zum 31.01. Bundesvorsitzender der CDU gewesen. Zumindest, was ich jetzt gesehen habe. Und der Friedrich Merz, der ist sozusagen dann in diesem Amt als Bundesvorsitzender der CDU sein Nachfolger. Ne? Also das sind auch Personen, die natürlich in einer gewissen Tradition sind. Und wie gesagt, die haben eine Gemeinsamkeit. Pacelli, Ratzinger, Laschet, Merz und unser Hans Globke, Hans-Maria Globke. Genau, und da wollte ich nämlich jetzt mal ganz kurz mal einhaken, weil ihr wisst ja, also es gibt ja so diese Namensgebungen und Maria ist ja eigentlich ein Mädchenname. Ne? Und es gibt da tatsächlich eine Ausnahme für männliche Kinder. Und zwar, wenn dann dieser Name Maria als Zweitname gebraucht werden soll. Da ist es zulässig, nicht als Erstname, sondern als Zweitname. Daher gibt es halt viele auch prominente Menschen, die eben auch diesen Zweitnamen Maria getragen haben. Ne, zum Beispiel ja, Klaus-Maria Brandauer, einen zu nennen. Ne? Ja. Das ist bei vielen, vielen Menschen stellt man das fest, dass die im Grunde als Zweit- oder Drittvornamen, hier ja auch Hans-Josef Maria als dritter Vorname, also im Vornamen, Maria drin haben. Das ist immer eine ganz, ganz deutliche, ein ganz deutlicher Beweis, dass sie katholisch sind und dass sie schon nicht nur als Kind getauft wurden, sondern dass sie auch tatsächlich, sage ich jetzt mal, den teuflischen Trunk mit dem Blute einbekommen haben. Also ohne jetzt die Menschen an sich schlecht zu machen, aber es ist halt vorbestimmt für die Leute, solche Wege einzuschlagen. Ja. Wenn einer Maria heißt, dann bin ich immer schon ganz vorsichtig. Ja, ja. Und das ist tatsächlich genau auch so. Ich habe da mal kurz mal gesucht. Focus.de hat da einen schönen Artikel. Da steht, ich zitiere es mal kurz,
Der Grund für solche Namensgebung ist eben ja früher im deutschen Sprachraum, vor allem in katholischen Landstrichen zu suchen oder anzutreffen gewesen. Ja, und dort war eben diese Anbetung oder Verehrung der Jungfrau Maria als Mutter Gottes. Das ist ja, wie gesagt, ja nie der Fall. Die beten ja was anderes an, aber egal. Ne? Und dort eben eine zentrale Rolle spielt, ist es eben für die Eltern ein tiefer Ausdruck ihrer Religiosität, wenn sie sozusagen ihrem Sohn diesen Beinamen Maria geben. Ne? Und das ist eben sozusagen genau das, was Jörg gemeint hat. Es ist sozusagen alles Tradition, es ist Anbetung, ne? Und daran erkennt man dann eben auch schon natürlich, aus welchem Elternhaus diese Menschen kommen. Ne? Und neben diesem Schauspieler Brandauer gibt es noch diesen Komponisten Karl Maria von Weber, auch bekannt. Ne? Dann verschiedene andere, die ich jetzt hier nicht zitieren brauche, aber uns, wie gesagt, ging es hier um den Hans Klopke. Damit wisst ihr auch schon, aus welchem Hintergrund dieser, ich sage jetzt immer Hans Klopke, gekommen ist. Also auch wieder diesen katholischen Background eben hatte. So, und jetzt, lieber Jörg, würde ich dich mal bitten, in dem Skript für die Lesung heute mal auf Anfang zu drehen. Dort, wo das geschwärzte Bild ist. Und wir hatten es gerade schon angeschaut. Das ist also jetzt nicht, dass wir hier eine geheime Botschaft hatten. Mir ist hier bloß einfach ein Kopierfehler unterlaufen. Ich habe hier ein Zitat von Friedrich Merz reingenommen, was aber inhaltlich jetzt nicht gepasst hat. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal dunkel gemacht, weil es ging mir um diesen Herrn Klopke. Und ihr seht jetzt in dem Beginn, die erste Schwärzung war die Lesung 12 bis 13. Das habe ich weggenommen, weil wir schon in der 17 sind. Das passte also nicht mehr. Und man findet hier eben ein schönes Zitat. Das Zitat, das zeige ich euch gleich, wo das herkommt, heißt: Man schüttet kein schmutziges Wasser aus, ehe man reines hat. Und das wird dem Konrad Adenauer zugeschrieben. Zumindest nach dem Artikel, den wir gleich anschauen werden. Und dieses Zitat, das fand ich auch schon ziemlich passend, oder Jörg? Man schüttet kein schmutziges Wasser aus, ehe man reines hat. Das Problem ist, dass anscheinend die Deutschen im ganzen 20. und auch Beginn des 21. Jahrhunderts kein reines Wasser haben. Weil die sind immer noch beschäftigt, in dem schmutzigen Wasser zu baden. So verstehe ich das hier. Ja, ich verstehe es eher so, der Zweck heiligt die Mittel. Also egal wie. Sowieso, aber der Punkt ist ja, es geht ja hier um Veränderung. Wenn ich schmutziges Wasser habe und ich ersetze es durch reines, dann habe ich eine Veränderung. Aber wir haben ja gerade eben festgestellt mit dem Klopke, es geht um Kontinuität. Mhm. Es geht um Fortsetzung. Also ich verstehe das so, dass man das schmutzige Wasser nicht ausschüttet, ehe man reines hat. Das heißt, wir kriegen gar kein reines Wasser dran, also bleiben wir in den schmutzigen, in den trüben Wasser fischen. So verstehe ich das jetzt hier. Ich weiß jetzt nicht, was die als rein bezeichnen. Ich würde mal sagen, Karten Großen vielleicht. Das ist eine andere Frage. Aber ich meine, gut, man kann solche Sätze auf verschiedene Arten und Weisen verstehen. Und ich verstehe es auf die Art und Weise, wie ich dir gerade erklärt habe. Du verstehst es auf eine andere Art und Weise. Im Endeffekt kommt es aber immer auf das. Im Trüben ist gut fischen. Ne? Ist das auch so ein Sprichwort, den man im Deutschen hat? Ja, kann man sich ja mal überlegen, wo das herkommt. Ne? Ich meine, der Adenauer wird ja nicht unbedingt der Schlaue gewesen sein, der das erfunden hat. Der hat sich das vielleicht selbst irgendwie zusammengereimt. Oder, wie du selbst sagst, das ist ein Zitat, das ihm zugeschrieben wird. Hat das selbst gesagt? Wurde es ihm untergeschoben? Kam das von einem seiner Redenschreiber oder was weiß ich, weil die Leute sagen ja meistens so das, was vorher schon für sie auf Papier gesetzt wurde. Ne? Aber es ist halt sehr vielbedeutend, sage ich mal, dieser Satz. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, das steht fest. Ne? Da bist du mit mir einer Meinung. Ne? Ja, absolut. Und ich denke mal, das ist ja genau auch das. Du kannst so einen Satz wieder aus dem Satz kannst du 1000 Sätze machen. Und genau das ist ja auch diese Papstsprache, die wir kennengelernt haben, dass du das im Prinzip individuell interpretieren kannst. Und so ist das halt auch, wenn da entsprechende Politiker reden. Dann muss man da auch irgendwo mit einer Schablone arbeiten. Ne? Und dann kommt noch zu, man sagt doch auch im Deutschen, ich schütte dir jetzt mal reines Wasser ein. Mhm. Schütte mir doch mal reines Wasser ein. Ja, wie denn? Muss er erstmal das Schmutzige wegmachen? Und das ist aber für Konrad gar nicht so wichtig.
Nee, wichtig ist das nicht für ihn. Nee. Das ist auch egal, ob, also dieses schmutzige Wasser ist ja eher, dass man sagt, okay, das sind solche Leute wie Globe und Konsorten, die im Prinzip eine Vergangenheit hatten, die belastet sind, die einfach Tätergruppen waren, ne, aber die eben nützlich sind für das System Adenauer, ne, was eben der, genau der Punkt ist. Ne. Und solange diese Leute ihre Arbeit machen, wozu soll ich mich da trennen? Wie gesagt, der Zweck heiligt die Mittel. Ne? Egal wie, ich komme zum Ziel. Ne? Das ist genau der Punkt. Ne? Und genau, und dieses Zitat, das werden wir uns gleich sehen, kommt aus dem Artikel, den ich als PDF dem Jörg auch noch vor der Sendung rübergeschickt habe, nämlich das braun gefärbte Kanzleramt. Und dort gehen wir mal rein. Genau, und da sehen wir zum Beispiel genau hier dieses Zitat gleich unter dem Bild. Der Alte und sein Macher. Ne? Wir haben es hier von 61. Sieht man beide wunderbar vereint und wie gesagt, der Hans Klubke wundert, ne, sieht ja eigentlich ganz nett aus, ne, würde man sagen, ja, ein älterer Herr, ne, eigentlich, ne, dem würde man da nichts Böses zutrauen. Ne? Genau. Hier eben ein typisches Adenauer-Bonmot oder wie man das ausspricht. Also es ist eine Redewendung, irgendwie habe ich das mal übersetzt. Ja. Und hier wird eben gesagt, der erste Bundeskanzler. Bonmot heißt aus dem Französischen direkt übersetzt gutes Wort. Oh, ein gutes Wort. Bon ist gut und mot ist, ja, schätze ich mal Wort, ne? Soweit ich mich erinnere. Ja, ne? Mhm. Bon mot. Ich müsste das sonst mal im Internet nachgucken. Mhm. Bon mot. Bon mot. Aber kein Bonbon. Nee. Das ist ja, das heißt ja nur gut, ne? Ach so, Bonbon? Bon mot. Ja, Bon mot. Hier steht's doch. Ja. M-O-T. Gutes Wort. Nee, habe ich ja noch. Oh, Mensch, ich bin ja gut in Sprachen. Ich habe gedacht, ich kann das einfach so überfliegen, weißt du, aber ich habe keine Chance. Nee, bei mir nicht. Bei mir nicht. Keine Chance. Okay, gut. Also wir wissen, das gute Wort aus Adenauers Mund. Naja. Gut, und da steht eben da drin, dass der Bundeskanzler eben damals auch ein Meister der bauernschlauen Bildersprache war. Ne? Und diese Bildersprache, die kennen wir eben auch aus anderen Sachen her. Ich muss da immer ständig an diese ganzen Papstreden denken, die ich mir da mal angetan habe, die man wirklich erstmal entschlüsseln muss, genau wie wir es eben besprochen hatten. So, und jetzt gucken wir uns mal diesen Artikel mal kurz an. Ich habe es ein bisschen markiert. Hans-Josef Mayer-Klopke war der prominenteste und mächtigste mit brauner Vergangenheit im Umfeld Adenauers. Das ist schon mal interessant, weil wir haben hier einen Artikel, der ist in der Deutschen Welle gelaufen. Das ist im Prinzip ein Sprachrohr der öffentlichen Meinungsbildung, ARD, ZDF, ne? Deutsche Welle, das ist alles eins. Das ist schon sehr interessant. Und dann lesen wir weiter. Als Staatssekretär organisierte er das Kanzleramt. Vor allem gegen Ende der Regentschaft des Alten, also Adenauers, wie Adenauer respektvoll genannt wurde, war Klopke so etwas wie der inoffizielle Vizekanzler der Jungen Republik. Der inoffizielle Vizekanzler der Jungen Republik. Wie gesagt, ich kannte weder Klopke und dass ich jetzt hier ein Mann habt, der eigentlich die Regierungsgeschäfte mehr oder weniger geleitet hat, insbesondere als Adenauer zum Beispiel mal abwesend war, im Urlaub war, dann hatte er die gesamten Regierungsgeschäfte. Und auch heikle Sachen, das werden wir noch sehen, delikate Angelegenheiten liefen alle über Klopke. Ne? Und damit, ne, muss ich sagen, bin ich schon sehr erstaunt gewesen. So, und dann, das lief also in der Deutschen Welle, sagst du. Deutsche Welle, ja. Ja. Interessantes kleines Wortspiel mal eben. Anfang der 80er Jahre gab es eine Musikrichtung in Deutschland, die schimpfte sich Neue Deutsche Welle. Jetzt kann man natürlich sagen, von dem Jörg, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Die Neue Deutsche Welle kam zufällig 1982/83 raus. 1982 war das Misstrauensvotum, das Schmidt gestürzt hat und die CDU an die Macht gebracht hat. Die Neue Deutsche Welle ist im Grunde etwas, was sie euch nie erzählt haben. Es ist die Neue Deutsche Welle, dass wir wieder die CDU-CSU, dass wir wieder, ich sage es jetzt knallhart, die NSDAP an der Macht haben. Das ist die Neue Deutsche Welle. Und dann gibt es da Leute, die formen eine Musikgruppe, die nennt sich Deutsch-Amerikanische Freundschaft, DAF, und bringen ein Lied raus. Ich tanze den Mussolini, ich tanze den Adolf Hitler, und die Leute springen in die Luft und tanzen das und denken sich da gar nichts bei. Und so werdet ihr für blöd verkauft. So, das musste ich jetzt mal eben dazu sagen. Uiuiui. Das ist schon hart. Ja, das ist schon, das stimmt. Das ist mir noch selber noch nicht so, nee, habe ich noch nicht so überlegt.
Ich habe jetzt ja auch schon wieder so ein bisschen was gesehen. Ja, Kate Bush ist ja jetzt wieder in aller Munde mit Running Up the Hill, ne? Und einer aktuellen Netflix-Serie. Da habe ich schon gedacht, ach, da werden auch wieder Fenster und Tore geöffnet. Aber damit, also das ist natürlich ein echt interessanter Gedanke, dass die neue deutsche Welle damit zu tun hat. Also darauf bin ich jetzt auch noch nicht gekommen. Das ist ja wirklich interessant. Ne? Aber es ist wirklich, man kann nichts mehr ausschließen. Ne? Und das alles mit allem ja, auch gerade eben so ein, weil du das mit der deutschen Welle sagtest. Ja, aber das stimmt. Das ist Eingebung in dem Moment. Ich habe ja, da vorher nicht drüber nachgedacht. Ich staune. Also das muss ich auf jeden Fall nochmal, also da klemme ich mich nochmal dahinter. Das interessiert mich. Also das ist interessant. Ja, das mache ich. Ne? Nee, und jedenfalls ist es, was interessant war jetzt hier in dem Artikel, dass die ganzen Bundesbehörden und auch sozusagen mithilfe von Historikerkommissionen, wie wir das jetzt hier in dem letzten Absatz lesen, im Prinzip ja alles schon erforscht haben. Jede Behörde wurde mehr oder weniger durchforscht und wurde mehr oder weniger offengelegt. Außer das Bundeskanzleramt. Ja? Und dort hat man mehr oder weniger das Problem, dass alle Anfragen, was sozusagen eine Offenlegung der entsprechenden Archive angeht, abgelehnt wurden. Auf taube Ohren stoßen, sagen wir mal. Oder auf taube Ohren dass stoßen. Alle ja, Anträge der Öffnung darüber hingehend auf taube Ohren stießen, sagen wir ja, mal. Ja? Ja, ja. Naja, sie wurden abgelehnt, aber dann eben hat man so gesagt, ja, man kann das ja auch. Und es gibt ja dieses Bundesarchiv. Ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Artikel war oder nicht. Normalerweise kommen alle Akten, die sozusagen in diesen Ämtern aufbewahrt werden, egal welche Behörde das ist, in das Bundesarchiv. So, aber nicht beim Bundeskanzleramt. Nein, nein, dort. Dort hat man die Archive gerade aus der Zeit einer privaten Stiftung überlassen. Das müssen so 12 Aktenmeter gewesen sein, ne, in einem Stück über die Adenauerzeit. Ne? Und weißt du, wie die Stiftung sich nennt? Oder was das für eine Stiftung ist? Das ist die Konrad-Adenauer-Stiftung. Die verwahrt. Das haben wir ja schon mal besprochen. Ne? Ja. Und das, ich meine bloß, das ist. Also da liest man was und denkt, ha, und dann springt man hin und her und denkt, das gibt's doch alles nicht. Ne? So, aber egal, es geht sozusagen hier darum, in dem auf der Seite 1 hier in dem PDF, dass die sozusagen da Probleme haben, sozusagen diese Öffentlichkeit zu bekommen und empfinden das eben auch Teile der Historiker eben als eine empfindliche Lücke. Naja, das ist auch klar, dass das eine empfindliche Lücke ist, wenn die gesamte NS-Vergangenheit nie aufgelegt wurde und wir quasi das Dritte Reich in der Bundesrepublik neu aufgelegt präsentiert haben, bloß eben mit einem anderen Namen. Ne? Da hat man bloß einfach die Namen getauscht und die Leute sind alle dabei geblieben. Das ist natürlich eine sehr empfindliche Lücke für einige. Ne? So, und dann fand ich hier unter dem Bild Protest gegen Adenauer beim Staatsbesuch in Israel 1966 einen sehr interessanten Satz, und zwar von der Zeithistorikerin Ulrike Jureit, die sich eben die Frage gestellt hat, inwieweit gingen politische Entscheidungen auf belastetes Spitzenpersonal aus der NS-Zeit zurück. Wir reden hier also unter der Adenauer-Regierung. Wie beispielsweise die Wiederbewaffnung der jungen Bundesrepublik, der NATO-Beitritt, die Westbindung oder das KPD-Verbot. Das Bundeskanzleramt hatte immer eine zentrale Bedeutung für die Exekutive der Bundesrepublik. Und der mächtigste Mann hinter Adenauer war Globke. Ein Strippenzieher, umstritten noch heute und schon damals. Seine Macht reichte in alle Ministerien hinein. Ne? Und da, ich muss das hinschreiben, sind wir genau wieder in der Lesung drin. Es geht immer wieder um dieselben Zusammenhänge, es geht um dieselbe Zunft. Man kannte sich untereinander und man hat sich sozusagen gegenseitig dann den Ball wieder zugespielt. So, wir lesen weiter. Adenauers Mann als Spinne im Netz der Bonner Politik, als Spinne im Netz, ne, die das Gift versprüht. Hans-Josef Maria Globke von 1953 bis 1963, Chef des Kanzleramtes, war einer der Mitverfasser der Nürnberger Rassegesetze, die dem Organisator der, Zitat, Endlösung Adolf Eichmann als Rechtsgrundlage für den millionenfachen Mord an den Juden dienten. Die DDR verhängte gegen ihn in Abwesenheit eine lebenslange Haftstrafe und auch in der alten Bundesrepublik war die Nachkriegskarriere des Technokraten vielen des Schlimmen zu viel.
Dennoch hängt noch heute ein Porträt des ehemaligen Ministerialrats unter Hitler in der vierten Etage des Kanzleramtes. Unkommentiert, was etwas klammheimlich wirkt. Ne? Tja, ne? Und selbst der Eichmann selber, als man ihn dann geschnappt hatte, hat dem Globke eben dann auch schwer belastet, schwere Vorwürfe gemacht, dass er eben nur das ausgeführt hat, was eben solche Leute, solche, wir sagen dazu Schreibtischtäter, jesuitisch kontrolliert, ich sag's schon mal, ne? Genau, wie Globke eben formuliert haben. So ist es. Ne? Und drunter, ganz unten, haben wir jetzt auf der Seite 3 nochmal ein Bild von dem Eichmann, also sozusagen dann inhaftiert wurde. Den hatte man ja dann gefasst, irgendwo in Lateinamerika. So, und entsetzlich, unersetzlich, fand ich das, was drunter steht. Ja. Für Adenauer war Globke nämlich unersetzlich. Ne? Für Adenauer war Globke unersetzlich. Und da gibt es ein Zitat, das habe ich auch nochmal gelesen, woanders, aus einem anderen Buch. Ich wüsste keinen, den ich an Globkes Stelle setzen könnte. Ne? Und das hat er gesagt, das ist wie gesagt belegbar. Das Festhalten an einem Mann mit prominenter NS-Vergangenheit belegt auch Adenauers Haltung, die Fachkenntnis von Experten über moralische Bedenken zu stellen. Beziehungsweise seine Moral über die Vergangenheit von solchen Leuten zu stellen. Ich wollte gerade eben dazwischen fallen. Moralische Bedenken. Mhm. Ich meine, wir dürfen in solchen Fällen niemals vergessen, dass die Moral von solchen hoch in der Hierarchie stehenden Katholiken nicht eine Moral ist, wie wir, zwischen Anführungszeichen, normale Menschen und schon gar nicht Christen sie haben. Und da kann ich immer nur wieder verweisen auf die Moraltheologie der römisch-katholischen Kirche, auf Suarez, auf Busenbaum, auf Liguori. Ich weiß, die Platte hat einen Sprung hier, aber schaut's euch an. Wenn ihr nicht wisst, wie die römisch-katholische Kirche Moral definiert, dann versteht ihr nicht, wo die drüber sprechen. Und hier wird auch in diesem Artikel ja nur mal eben gesagt, die Fachkenntnis von Experten über moralische Bedenken zu stellen. Aber was ist denn bitte schön die Moral? Was sind denn die Fundamente der Moral, auf die man irgendetwas stellen kann? Wenn man das nicht weiß, dann versteht man solche Sätze gar nicht erst richtig. Also ich wollte dich jetzt gar nicht groß unterbrechen, aber ich glaube doch, dass das wichtig ist, dass wir das nochmal eben in Erinnerung rufen bei den Menschen. Ne? Ja. Dass die Moral eines Katholiken und ganz sicher eines Katholiken in einer hohen, in einer Hierarchie, an einem hohen Platz, sei es jetzt im Klerus oder sei es jetzt in der Politik oder sei es in der Wirtschaft oder sei es in der Unterhaltungsindustrie oder in welchem Zweig auch immer, eine ganz andere Moral ist als die, die Max Mustermann hat. So. Ja, und weißt du, was interessant ist? Das Wort Moral, das begegnet einem ja ständig. Ja, es ist eine moralische Pflicht. Es ist moralisch das sicher wichtig. Es muss moralisch das getan werden. Ja, der Antichrist sagte ja, es ist eine moralische Pflicht, sich impfen zu lassen. Ne? Auf die neuere Zeit zurückzukommen. Ja, ne? Ja. Aber weißt eine moralische Christenpflicht. Aber dann, was hat der Teufel mir zu erzählen, was eine Christenpflicht ist? Ne? Und was anderes als der Teufel in seiner Maske verborgen ist, der Papst ja nicht. Nur mal eben, um einen Bezug zur Bibel zu bringen, was wir bis jetzt noch gar nicht gemacht haben. Ne? Nur mal, um da mal kurz drauf zu kommen. Ist auch immer schwer in diesen Abgründen, in denen man sich hier bewegt, ne? Immer den Weg wieder zum Licht zu finden. Ne? Ja, das ist wahr. Das schwappt über einen drüber. Man muss noch aufpassen. Es ist wie so riesen Wellen, die über einen zuschlagen. Ach nee, jetzt hast du gesagt, das schwappt über einen rüber. Jetzt kommst du hier noch mit dem Schwab oder was vom World Economic Forum? Nein, das ist doch nicht so plump. Wortspiel? Nein, das schwabt. Hätte ich gesagt, du weißt besser. Du hast aber heute wirklich, also muss ich sagen, so diese Verbindung, die sind heute aber wirklich, die haben sie heute gewaschen. Ja, also mit rein im Wasser gewaschen. Der Sonne hat mir gut getan. Ja, der Kaffee hat gewirkt, sehe ich schon. Der auch, ja. Ja, aber wie gesagt, ich finde es interessant, dass auch diese ganzen Dinge, die da immer so moralisch in den Raum gestellt werden, das ist mir auch aufgefallen, die werden überhaupt nicht erklärt. Ne? Es wird nicht erklärt, was für eine Moral, um die es da geht. Ja? Das erzählt dir niemand. Ja? Das ist immer so, dann wird im schlimmsten Fall doch christlich gesagt. Ne? Aber
Mehr nicht. Ne? Und dann ja, findet man, und der normale Durchschnittsbürger, das total toll. Und dann muss man natürlich total moralisch sein. Und was mir auffällt, ist, dass die Leute, die immer so viel von der Moral reden, ja, und von Toleranz, dass diese Leute die intolerantesten Menschen sind, die ich kenne. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? So, aber... Nein, Toleranz, Entschuldigung, aber Toleranz ist wieder so ein schwieriges Wort, ne, weil Toleranz hat ja eine ganz andere Bedeutung, als es uns heute gelehrt wird. Ne? Der Michael hat sich darüber ausgeweitet in verschiedenen Sendungen. Und um es kurz zusammenzufassen, Toleranz kommt aus dem lateinischen tolerare und heißt ertragen. Ja? Ja. Und ja, man kann eben nur so viel ertragen, bis man bricht. Ne? Mhm. Wie war das in Deutsch? Der Krug geht so lange zum Wasser, bis er bricht. Nicht wahr? Ja. Ja. Und also tolerieren, tolerare, wie gesagt, muss man auch in diesem Zusammenhang dann einmal sehen. Ja. Ja. Ich finde den letzten Satz hier, Willy Brandt, willigte ein, das Thema Glock geruhen zu lassen. Also, das ist lies den bitte gleich vor. Ich habe gedacht, das ist krass jetzt, das passt doch. Kannst du gleich. Ja, also, aber nicht nur der erste Bundeskanzler agierte pragmatisch, auch Willy Brandt. Also das war ja nicht der zweite, ne? Dazwischen kamen noch Kiesinger und Erhard, glaube ich. Und dann, aber alle beide CDU und dann Willy Brandt beging einen Kuhhandel, um nicht aus dem konservativen Lager als Vaterlandsverräter in seinen Wahlkämpfen in Anspielung auf seine Emigration im Krieg verunglimpft zu werden, willigte er ein, das Thema Globke ruhen zu lassen. Also das sind eben Absprachen, die untereinander alle treffen, um ja dafür zu sorgen, dass solche Geheimnisse bleiben. Ne? Genau. Ne? Und hier lesen wir es im letzten Abschnitt, das Projekt Kanzleramt. Ui, jetzt war mein Mikrofon nicht eingeschaltet. Aber du warst zu hören. Du warst zu hören. Ja, ja. Ich war für dich zu hören, aber ich war für die Kamera nicht zu hören. Oh. Also Entschuldigung für unsere Zuhörer, da muss ich den Kommentar, ja, nee, wir müssen das mal sehen, eventuell, dass wir das schneiden, dass ich hier ein Stück von der Skype-Sendung mit reinnehme. Ich habe mein Mikrofon hier ausgeschaltet gehabt. Deswegen gucke ich immer mal, jetzt geht's und da ging es gerade eben nicht dumm. Ja, da muss man sehen, dass man das da reinmacht. Ja. Gut, ich werde das nachher probieren, technisch zu beheben. Machen wir weiter. Ja. Genau, und weiter heißt es im Prinzip jetzt hier in diesem Artikel, dann ist er auch schon zu Ende. Das Projekt Kanzleramt wird kommen bei einem so wichtigen politischen Strippenzieher, der zwei Politiksysteme oder drei eigentlich gedient hat, wäre es ein normaler Vorgang gewesen, dessen schriftlichen Nachlass dem Bundesarchiv in Koblenz zu übergeben. Nichts dergleichen. Alle Unterlagen und Aufzeichnungen wurden privatisiert, weil die Stiftung ist ja eine Privatstiftung, und der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in St. Augustin bei Bonn zur Einlagerung übergeben. Globkes Tochter verweigert in der Regel die Einsicht in die Papiere ihres 1973 verstorbenen Vaters. Vor diesem Hintergrund ist die Forderung des Historikers Andreas Wirsching, freien Zugang zu allen notwendigen Akten zu garantieren, von besonderer Bedeutung. Offen ist nur noch, wann die Arbeit beginnen soll und wer den Zuschlag für den politisch bekannten wie geschichtlich aufschlussreichen Auftrag bekommt. Naja, wer bekommt den Zuschlag? Ne? Man kann es ja ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich würde meinen, das wird wahrscheinlich eine Weile dauern und wir werden wahrscheinlich von den 12 Aktenmetern nie wirklich was sehen. Aber was wir sehen, ist eben dieser Artikel. Und ich fand diesen Artikel zumindest, weil eben auch Mainstream ist, schon mal sehr interessant. Ja, auch im Mainstream findet man ab und zu mal so einen kleinen Ausrutscher, kann man sagen. Natürlich steht ja auch nur das drin, was man wissen soll. Die Sachen, die ihr nicht wissen sollt, die stehen dann natürlich auch nicht. Aber immerhin kann man hier schon mal zumindest sagen, das eine hat schon mit dem anderen zu tun. Also, wir haben es hier mit dem Hans Globke, mit einem Schreibtischtäter des NS-Regimes zu tun, der mehr oder weniger ungestraft in der Bundesrepublik unter Adenauer seine Fäden ziehen konnte. Ne? Fäden deswegen, weil er wie eine Spinne im Netz gesessen hat und den Adenauer quasi kontrolliert hat. So sieht's aus. Ja? Es war der Mann hinter Adenauer, wie Franz von Papen, der Geheimkämmerer hinter Hitler war. Da haben wir hier auch sozusagen jemanden, der sozusagen diese wichtige Arbeit im Hintergrund leistet. So, und jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir jetzt überhaupt noch haben, habe ich mal mein Braunbuch, das ist in dem Skript für heute auf der Seite 4, mal wieder
ja, bemüht. Und Jörg, wenn du das nochmal einblenden könntest, wäre das sehr nett. Genau, das Geschwärzte haben wir durch. Seite 4. Ja, da wollte ich doch mal gucken, was sagt denn das Braunbuch über diesen Herrn? Weil wir haben ja gehört, er wurde ja verurteilt von der DDR. Sicherlich natürlich auch mit politischem Kalkül. Na, man wollte natürlich dort ja auch Kapital in dem Sinne oder ja, Kapital ist vielleicht das falsche Wort für dieses kommunistische System, aber man wollte dort eben seine Dinge draus schlagen. Und ich habe hier mal aufgeschlagen, der Klopke, Hans-Maria, der hat also nicht nur einen Eintrag in dem Braunbuch, der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 Verweisungen alleine in dem Buch. Und das ist schon mal ein Hinweis, dass es da also wirklich um einen dicken Fisch handelt. Also auch hier, ne, dicker Fisch. Und dort haben wir einfach mal, oder habe ich mal so ein Bild mal gemacht von seiner Vita. Und hier sehen wir eben auch nochmal hier die Einteilung. Erstmal vor 45 Ministerialrat im Reichsinnenministerium. Verantwortlich für Staatsangehörigkeitsfragen und Fragen der besetzten Westgebiete. Durch Ausarbeitung von Diktaturgesetzen an der Liquidierung der Weimarer Republik beteiligt, Mitautor der Rassegesetze, aha, schuf damit die juristischen Grundlagen für die Vernichtung ganzer Volksteile, aktiv an der Endlösung der Judenfrage beteiligt. Nach 45 bis Juli 1963 als Staatssekretär im Bundeskanzleramt mächtigster Beamter des Bonner Staates, 1962 vom obersten Gericht der DDR zu lebenslanger Zuchthaus verurteilt. Aufgrund des vorgelegten Belastungsmaterials musste er als Staatssekretär abberufen werden. Ne? So, nicht, dass jetzt hier der Eindruck entsteht, dass wir hier alle so DDR-Freunde sind. Das ist ja wirklich historisch einfach mal zu betrachten. Und das ist natürlich immer schwierig, wenn ein Unrechtssystem das andere so ein bisschen da maßregeln will. Ne? Wir betrachten das ja aus einem ganz anderen Gesichtspunkt. Aber wir sehen diese Dinge eben auch als Material, was sozusagen aus dieser Zeit kommt. Und es ist zumindest auch das, was wir sonst noch sehen, auch entsprechend gut zusammengetragen. Also da muss man sagen, es dient schon dazu, dass man da mal reinguckt. So, und dann lesen wir auf der Seite 6 im PDF mal so einen kleinen Beitrag, dass ihr also euch auch mal vorstellen könnt, wie das im Einzelfall ausfällt, unter dem Artikel "Sie fällten Bluturteile". Ja? Und das, Jörg, wollen wir das noch lesen oder was meinst du von der Zeit her? Du hast das sicherlich besser im Blick. Ja, das machen wir. Wir sind jetzt bei einer knappen Stunde. Mach das nochmal. Mach das nochmal, ne? Okay. Also ich habe jetzt hier das Originalbuch. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ich lese es jetzt mal vor. Es geht hier um einen Beispielsfall von dem Finanzgerichtsrat in Hannover, verhandelt Todesstrafe für ein Liebesverhältnis. Der am 10. August 1911 geborene Paul Bergheim hatte sich jahrelang als Gelegenheitsarbeiter durchs Leben schlagen müssen. Für ihn als sogenannte Halbjuden war es unter dem Regime der Globkeschen Rassegesetze schwer, eine feste Arbeitsstelle zu finden. Endlich, im Jahre 1941, gelang es ihm, der nach Globkes Namensrecht dem zweiten Vornamen Israel tragen musste, als Hausdiener und Aushilfskellner eine Anstellung zu bekommen. Doch kurze Zeit darauf wurde er wieder aus dem Arbeitsverhältnis gerissen. Diesmal für immer. Paul Bergheim besaß eine arische Freundin. Nach dem sogenannten Blutschutzgesetz Globkes war das ein Verbrechen. Denn nach seinen Paragraphen 2 und 5 war der Verkehr zwischen Juden und Ariern unter Zuchthausstrafe gestellt. In seinem Kommentar zu diesen Paragraphen 2 des Blutschutzgesetzes schrieb Globke sogar, Zitat, sie, also die Nürnberger Gesetze, zwingen den Mischling, den Bastard, zum Aussterben. Zitat Ende. Na, nochmal. Das ist ein Kommentar, dem Hans Globke zugeschrieben wird. Sie, also diese Nürnberger Rassegesetze, zwingen den Mischling, den Bastard, zum Aussterben. Zitat Ende. Laut Urteil habe Paul Bergheim, Zitat, innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren 3 vorsätzliche Verbrechen begangen. Die Gesamtwürdigung der Tat,
dass er ein gefährlicher Gewohnheitsverbrecher ist. Zitat Ende. Eine ursprünglich vom Sondergericht Berlin verhängte Strafe von 7 Jahren Zuchthaus war dem Reichsgericht noch nicht genug. Es wurde Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt. Die Strafsache ging zur nochmaligen Verhandlung nach Berlin. In dieser zweiten Verhandlung, die am 9. April 1943 vor dem Sondergericht 3 in Berlin stattfand, wirkte der damalige Staatsanwalt Dr. Wolfgang Berthold als Ankläger. Auf seinen Antrag wurde Bergheim, Zitat, wegen Rassenschande in 3 Fällen zum Tode verurteilt. Das Aktenzeichen ist ja auch mit angegeben und kann gegebenenfalls auch sicherlich nachgelesen werden. Die Urteilsbegründung zeigt, wie gering das Leben eines jüdischen Bürgers von den Nazi-Juristen eingeschätzt wurde. Es heißt dazu unter anderem, Zitat, die Rassenschande ist an und für sich schon ein Verbrechen, das sich gegen den Bestand des deutschen Volkstums richtet, wo sich das deutsche Volk im Kampf um seine vom Weltjudentum bedrohte Zukunft befindet. Der Unwert seiner Persönlichkeit lässt seine weitere Duldung als untragbar erscheinen. Zitat Ende. Dieses Schandurteil wurde bereits vor 4 Jahren vom Ausschuss für Deutsche Einheit in der Dokumentation Belohnte Mörder veröffentlicht. Inzwischen wurden noch weitere 5 Todesurteile aufgefunden, an denen Berthold mitwirkte. Doch bis heute begleitet dieser Mörder in der Bundesrepublik völlig ungeschoren seine hohe Stellung als Finanzgerichtsrat. Aha, ja. Genau, also da hätten wir den nächsten Fall, ja, den man da nachgehen könnte. Aber ich denke, um das mal klar zu machen, mit was wir hier zu tun haben, langt dieser kurze Beitrag aus. Und ich musste jetzt gerade beim Lesen, ich weiß gar nicht, wie es dir ging, aber dieses ganze Thema, ne? Er konnte keine Arbeit mehr finden, er war, hatte immer Probleme, Arbeit zu bekommen, wurde dann aus dem Arbeitsverhältnis gerissen. Irgendwie kommt mir das wieder bekannt vor. Irgendwie kommt mir das bekannt vor, oder, Jörg? Das haben wir in der Inquisition alles schon mal gehabt, ne? Ja, na, vor allem auch jetzt. Die und es ist natürlich etwas, was wiederkommt. Ne? Ja. Deswegen habe ich es ja auch Impfquisition genannt. Ja. Und ja, in der Inquisition ging es um Glauben, in der Impfquisition geht es auch um Glauben und hier geht es auch um Glauben. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass diese ganzen Rassengesetze eben von Katholiken erstellt wurden. Und die Katholiken haben ein großes Ziel. Und das ist jetzt, es tut mir jetzt ganz furchtbar quietschen, also es tut mir wirklich leid, wenn die Leute meinen, das ist ja nicht wahr, das ist ja auch nur Jörg sich aus dem Daumen. Die katholische Kirche hat ein ganz großes Ziel und das ist die Vernichtung des Judentums. Das ist die Vernichtung des wahren Israels, das war schon immer so. Weil die römisch-katholische Kirche steht nicht für Christentum, die römisch-katholische Kirche steht für Satanismus. Und der Satanismus hat nichts anderes zu tun, als die gute Blutlinie auszulöschen. Und zwar, das geht zurück auf Kapitel 3 im Buch Genesis, im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, wo Gott, der Vater, sagt, ich werde Feindschaft sehen zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und das hat natürlich seinen ersten Hauptpunkt, lassen wir sagen, getroffen, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und er damit den Tod besiegt hat. Und danach wird im Neuen Testament gesagt, dass wir uns weiter um Blutlinien und Genealogien nicht mehr kümmern müssen, weil es gibt keine Juden und keine Griechen mehr. Wir sind alle eins in Jesus Christus, in der Wahrheit und im Geiste. Das Blut spielt hier keine Rolle mehr, aber die römisch-katholische Kirche vermischt hier das Blut und die geistige Auffassung miteinander auf eine solche Art und Weise, dass sie eben einen jeden, der auch nur in irgendeiner Art und Weise verbunden ist mit der positiven Linie, die Gott da im Genesis 3, Vers 15 vorgestellt hat, vernichten wird. Weil erst wenn der letzte Gottgläubige auf dieser Welt vernichtet ist, ist alles dem Satanismus unterstellt. Und das ist das Ziel des Teufels, als er unter dem Namen Luzifer in Jesaja Kapitel 14, Verse 12 bis 14 gesagt hat, ich, 5-mal, ich werde mich erhöhen und so weiter. Ich habe den Text jetzt hier nicht vorliegen, das habe ich jetzt nicht aufgemacht, aber ich kann das ja mal gerne eben machen, wenn ihr das möchtet. So viel Zeit muss ja eigentlich sein, um immer die richtigen Bibeltexte dabei zu holen. Ich habe hier die deutsche Version der Schlachterbibel, soweit wir das bis jetzt hier übersetzt haben. Und dann gucken wir mal eben rein in Jesaja. Das ist ja hier schon Neues Testament. Hier kommt das. Hier ist es.
Wie bist du vom Himmel gefallen? Das ist jetzt meine Übersetzung aus der König-James-Bibel. Ja, also so, ups, ja, machen wir es doch anders. So, wie es in keiner deutschen Bibel findet. Ne? Hier unten ist das der Originaltext aus der König-James und hier ist der Text Jesaja Kapitel 14, Verse 12 bis 15 auf Deutsch übersetzt. Wie bist du vom Himmel gefallen, o Luzifer, Sohn des Morgens? Wie bist du zu Boot gefallen, der du die Nationen geschwächt hast? Denn du hast in deinem Herzen gesagt, ich werde in den Himmel aufsteigen. Ich werde meinen Thron über die Sterne Gottes erheben. Ich werde auch auf dem Berg der Gemeinde sitzen, an der Seite des Nordens. Ich werde über die Wolkenhöhen aufsteigen. Ich werde sein wie der Höchste. Und doch sollst du in die Hölle gebracht werden, an die Seiten der Grube. Fünfmal ich, die Rebellion, die sich dann eben ausdrückt, auch im satanischen Pentagramm, ja, in dem fünfzackigen Stern, den wir überall auf dieser Welt, überall begegnen. Und Gerald hat ja vorhin auch schon mal angeholt, die Kate Bush, Running Up That Hill, also den Berg hochlaufen, ist ja auch wieder im Augenblick sehr im Munde. Und da sehen wir ja hier auch, ich werde auch auf dem Berg der Gemeinde sitzen, an den Seiten des Nordens. Das heißt, ich werde auch diesen Berg hochlaufen, ich werde auch dort oben sein, wo der Höchste sitzt und ich nichts zu suchen habe. Der Teufel will die ganze Welt sich untertan machen. Das wird heute neue Weltordnung genannt, was nichts anderes ist als die Wiederherstellung der alten Weltordnung. Und die meisten Menschen haben überhaupt keine Ahnung, worum es wirklich geht. Da geht es drum. Und Deutschland hat eine wichtige Rolle gespielt zur Zeit des Dritten Reiches, um dort die katholische Politik in die Praxis umzusetzen. Was ja selbst von der Civilta Catholica, der jesuitischen Hauszeitschrift aus Rom bestätigt wurde, dass, das Zitat habe ich bereits früher schon mal gebracht und ich habe das Buch sogar hier auf meinem Schreibtisch liegen, wo es drin steht, dass eben das Deutsche Reich, also das Dritte Deutsche Reich, die erste politische Macht ist, die nicht nur die Prinzipien der römisch-katholischen Kirche vertreten hat, sondern auch in die Tat umgesetzt hat. Und das sind eben genau die. Da geht es um Mord, da geht es um Totschlag, da geht es um nichts weiter als Vernichtung alles dessen, was gegen die römisch-katholische Kirche ist. Da geht es genau um das, was George W. Bush mit den Worten gesagt hat, if you're not with us, you're against us. Wenn du nicht mit uns bist, dann bist du gegen uns. Und das ist genau das, was die römisch-katholische Kirche auch sagt. Das ist genau das, was der Teufel sagt. Wenn du nicht mit mir bist, dann bist du gegen mich. Und wer gegen mich ist, der muss vernichtet werden. Und der Zweck heiligt die Mittel. Und zu den Mitteln komme ich in einer anderen Lesung noch, wenn es um das wahre Israel geht. Da könnt ihr euch schon mal anschnallen. Das wird eine Fahrt auf den Achterbahnsitz, wie ihr sie noch nie erlebt habt. Und damit möchte ich meinen Beitrag für diese Sendung soweit beendigen. Aber ich lasse gerne natürlich noch Gerald das abschließende letzte Wort. Ja, also danke erstmal dafür die Beweisführung, was da so mit diesen ganzen Pentagrammen geschieht. Das kann man ja wirklich jeden Tag auch selber sehen. Ne? Also da braucht ihr bloß mal drauf achten, wo überall da diese Zeichen der Anbetung zu sehen sind. Ob das Kinderspielsachen sind, ob das Mützen sind, ob das eine 5-Sterne-Bewertung ist, die du bei Google kriegen kannst, wenn du besonders gut bist in dem System, ja, wenn du viel Zeit generierst, wo Leute auf deinem Kanal hängen, wobei ich natürlich sagen muss, das ist natürlich hier bei dem Kanal natürlich mal wirklich die seltene Ausnahme. Ja, die anderen Kanäle, die mit Musik zu tun haben, beziehungsweise mit irgendwelchen zur Schaustellung von materiellen Dingen, mit irgendwelchen weltlichen Geschichten, die haben natürlich dann auch ganz, ganz viel diese Bewertung im Kopf und so richtet sich das aus. Das System nährt sich quasi dort selber und selbst wenn man, selbst bei den, wir haben ja das Thema Krieg, wenn man sich dort mal anguckt, ja, mir fällt es spontan mal dieser US-Navy-Stern ein, ne? Das ist auch ein Pentagramm-Stern oder der Sowjet-Stern zum Beispiel, ja, das ist halt auch, ne? Ach, der Zufall will es, natürlich genauso ein Zeichen, ne? Oder wenn wir uns mal die Flaggen angucken, die chinesische Flagge, ne? Die US-Flagge, die ganzen Flaggen, auch der EU, alles haben diese schönen, kleinen, netten Sternchen drin, ne? Und wenn ihr da denkt, das ist Zufall, nee, das ist alles genau das, wie es der Jörg gesagt hat. Und wie gesagt, die Lüge ist zu groß, als dass man das so einfach
begreifen kann. Deswegen braucht man Zeit, die der Jörg gebraucht hat, die ich brauche. Und wir sind alle auf dem Weg, wir sind noch nicht angekommen. Und der Weg ist natürlich nicht abgrundtief abzutauchen, sondern das Licht der Bibel zu finden. Und von daher ist es natürlich immer das Wichtigste, wenn man die Zeit, die man hat, entsprechend dann auch nutzt, um ein bisschen in der Bibel zu lesen. Und damit würde ich es auch gern für heute beschließen. Ich hoffe, es war nicht ganz so langweilig. Und was kommt, wird euch sicherlich auch weiter dranbleiben lassen, sage ich jetzt ganz frech, weil es wird definitiv sehr spannend. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und hoffentlich bis bald. Maranatha.